Ohne Aktionismus oder ewiges Grübeln. Mir reichen wenige Züge von meinem CBD-Dübel. Denn high, ohne dich zu sein, ist manchmal ziemlich beflügelt. Sie sagen, mach es einfach ganz oder gar nicht. Ich mach alles nur ein bisschen bis zum Krampf in meiner Wade. Bitte stell mir keine dümmlichen Fragen und hör auf Dümmsches zu labern. Denn dieser Beat gibt mir eine Rückenmassage. Aus der Fruchtblase reingeboren in die Filterblase. In der nur zählt, was ich für schöne Bilder habe. Gib keine Fotos, yo, denn es ist nicht geschehen. Warum fragst du, wie's mir geht? Hast du die Story nicht gesehen? Nein, nein, es geht eigentlich nicht klar, aber unbezahlte Praktika kommen gut auf den Lebenslauf. Alles bisschen aufgebauscht, hier und da was ausgetauscht. Dann kommt so darauf an, wie gut du dich verkaufst. Im Speisesaal der Kannibalen zahlst du bar pro Quartal in Humankapital. Ellenbogen ausgefahren für mehr Beinfreiheit beim Autofahren. Pausenlos laufen und im Verschnaufen mit den Saukompaten. Erzähl mir mal die Story jetzt, du kleiner Splasher. Vom Tellerwäscher zum Messerwetzer, den Volksverhetzer. Vom veganen Pseudo-Retter und den Mäusefängern. Und den Aluhut-Trage der deutschen Freudentänzer. 2020 ziemlich lang für eine Realsatire. Mit bisschen Abstand und Maske kurz den Verstand verlieren. Klimawandel, so ein Blödsinn gibt's hier nicht. 30 Grad im Februar, das ist hip und zeitgemäß. Die unsichtbare Hand des Marktes gibt dir ein paar Pimp-Slaps. Links, rechts, hör nicht damit auf, bis du dich hinsetzt. Witzig, wie schnell man noch ein Jahr vergeudet. Unterschreibe ich gute Noten auf mein Armutszeugnis. So schreibe ich gute Noten auf mein Armutszeugnis.